Servus und willkommen zurück zur Heuxegina Restaurierung. Ja, ich habe ja in einem der letzten Videos gesagt, dass ich jetzt mal so langsam den Kettenkasten mal befestigen muss, dass es hier ein bisschen weitergeht. Ich habe in den ganzen Teilen jetzt geschaut, es sind leider keine Teile zur Befestigung in dem Projekt dabei gewesen. Das heißt, ich muss mir jetzt irgendwie behelfen und muss sie selber anfertigen. Und ich habe da schon mal geschaut, da gibt es Teile auch noch nachzukaufen und Nachbauten, allem drum und dran. Aber ich drehe mir da jetzt selber eine Aufnahme, dass ich da vorne den Kettenkasten befestigen kann. Und hier hinten müssen eigentlich nur zwei kleine Laschen angefertigt werden, dass er dann hier verschraubt werden kann. Und das machen wir heute. Ja, der Kettenkasten, der wird einmal hier vorne verschraubt. Das ist so ein bisschen der Drehpunkt. Und dann hier hinten auf der Rückseite wird er dann hier mit zwei Laschen einfach an dem Federbein verschraubt. Und deswegen möchte ich jetzt hier ganz gerne als erstes mir die Befestigung hier vorne machen. Dann kann ich den hier auf der Rückseite gut ausrichten, weil ich im Moment keinen Bezugspunkt habe. Den muss ich mir dann noch machen, wenn das hier vorne befestigt ist, weil ich ja überhaupt gar keine Laschen habe und ich auch überhaupt nicht weiß im Moment, wie lange die sind. Und da empfiehlt sich das dann erst hier vorne dann zu befestigen, hinten auszurichten und dann kann ich die Maße hier hinten dann abnehmen. Ja, und bei der Befestigung hier vorne habe ich jetzt schon öfter das Phänomen gehabt, dass wenn das 7er Gewinde ausgerissen ist, dass da einfach ein größeres reingeschnitten wird. Ich habe jetzt aber Glück, hier ist noch das Original 7er drin. Und ich möchte hier eigentlich nur einen Absatz drehen mit einem Kunststoff oder mit einem POM-Überzug. Das soll so ein bisschen durch den Kunststoff Vibrationen aufnehmen. Normalerweise wird hier eine Gummischeibe eingelegt und dann kommt eine große Karosseriescheibe hier drüber. Ich möchte es aber ein bisschen umbauen, dass ich wie ein Absatz hier habe und praktisch ein Teil, was ich dann später einfach rausnehmen kann, um den Kettenkasten zu entfernen. Soll sich das in der Praxis als, nicht praktikabel erweisen, dann werde ich das später auch noch mal umrüsten mit einer Gummischeibe hier drin. Aber da muss man dann mal schauen, wie viele Vibrationen dann hier in Wirklichkeit dann an dem Motorrad entstehen und wie sich das eventuell auch einarbeitet oder auch nicht. Aber das sehen wir dann alles mit der Zeit im Dauertest oder halt im Alltag. Also die Idee ist ja jetzt, dass ich mir hier so einen Absatz gedreht habe und hier mache ich jetzt einen Überwurf oder wie so eine Hülse aus Kunststoff drüber. Das steche ich dann hier noch ab. Hier mache ich jetzt noch eine Bohrung rein, dann dass ich die 7er Schraube dann verschrauben kann. Das steche ich mir dann so auf, naja, vielleicht so 4, 5 mm. Das muss ich dann nochmal schauen, wie so eine Scheibe hier ab. Und danach drehe ich mir noch die Kunststoffscheibe wie so eine Einlage. Und wenn sich das als praktikabel erweist, dann lasse ich das. Wenn nicht, dann stanze ich mir ein Gummi aus, den ich dann hier auch einfach drüber setzen kann.
So, also das Teil ist fast fertig. Ich möchte jetzt aber hier noch die Unterlegscheibe für die 7er Schraube hier versenken, dass ich da ein bisschen Stabilität noch reinkriege und der Schraubenkopf dann später auch nicht hier auf dem Aluminium dann da so rumschrammelt. Und ja, den setze ich jetzt hier noch ein, aber dieses Maß ist natürlich auch wieder so ein ganz krummes. Das ist ein 13,8. Ja gut, das kriegen wir schon hier irgendwie rein. Genau, das soll dann hier so drinnen sitzen, versenkt sein, dass dann der Schraubenkopf hier dann eigentlich auf der Unterlegscheibe dann aufliegt. Ja, so habe ich mir das jetzt hier gedacht. Jetzt kann man hier die Unterlegscheibe einlegen in die Schraube hier durch und dann verkratzt die mir auch nicht hier die Oberfläche und das ist alles auch ein bisschen stabiler. So, ich habe jetzt hier noch ein Stück, so ein Reststück von dem POM und daraus drehe ich jetzt noch das zweite Teil für die Befestigung. So, und jetzt kann ich das hier zusammenstecken und dann hier vorne ganz einfach montieren. Ja, wie das so ist beim Restaurieren, das ganze Teil hat mich jetzt echt doch länger aufgehalten als gedacht. Ich wollte eigentlich die hinteren Halter noch fertig machen, aber das schaffe ich jetzt heute nicht mehr. Ich mache jetzt einfach einen Zweiteiler aus dem Kettenkasten da draußen und im nächsten Video geht es dann weiter. Aber so ist es halt nochmal beim Restaurieren. Soll ja auch schön werden am Ende. Also es gefällt mir wirklich sehr gut und wir werden dann halt einfach mal sehen, wie es sich so im Alltag später schlägt. Ob man dieses Kunststoff-Innenteil auch eventuell vielleicht durch einen Gummi austauschen muss oder nicht. Aber das sehen wir dann. Bis zum nächsten Teil oder Teil 2 vom Kettenkasten. Bis dahin auch drin. Ciao.